Um neue Beete anzulegen, braucht ihr nicht unbedingt eine Grabgabel. Geht auch alles wesentlich einfacher, ohne den Boden stark zu bearbeiten. Ihr spart euch dabei auch nochmal jede Menge Kraft, Energie und auch noch Zeit, die ihr für andere Tätigkeiten im Garten zum Beispiel nutzen könnt. Von daher empfehle ich euch, dran zu bleiben, denn es lohnt sich. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Neue Beete anzulegen, ohne dabei umzugraben, hat einige Vorteile, von denen ihr profitieren könnt. Der wesentliche Faktor ist einfach, dass ihr die Bodenstruktur nicht kaputt macht. Als Beispiel, dass halt die Bakterien, die oben oder etwas weiter oben an der Erdoberfläche sind, benötigen halt mehr Sauerstoff. Und es gibt auch Bakterien, die weiter unten in der Erdschicht sind. Die sind anaerob zum Beispiel. Und die benötigen jetzt keinen Sauerstoff. Und wenn ihr beim Umgraben wendet, dann passiert es, dass halt die Mikroorganismen, die Sauerstoff benötigen, nach unten kommen und deswegen halt zum Beispiel zugrunde gehen und es euch ein bisschen weiter zurückwirft bei euch im Anbau, beziehungsweise dass der Boden sich dabei auch wiederholt. Zum einen anderen auch, dass die Regenwürmer zum Beispiel auch entsprechende Tunnel graben, ihr Zuhause zum Beispiel, und das wird dann auch mit aufgebrochen und durcheinander gebracht. Da haben die auch noch einen kleinen Stress da mit dabei. Und zum anderen werden auch Pilzmyzele, also das Wurzelmyzelgeflecht von den Pilzen, auch dabei mit zerstört. Schon allein wegen diesen Vorteilen lohnt es sich, den Boden nicht stark zu bearbeiten. Bei mir in der Permakultur habe ich es im Allgemeinen immer so gemacht, dass ich am Anfang die Grasnarbe ausgestochen habe und dann umgegraben habe, um einfach schon mal eine etwas tiefere Erdschicht locker zu haben. Danach habe ich in der Regel versucht, die Beete nicht zu betreten und sie auch ordentlich zu mulchen, dass die halt einfach da die Regenwürmer in den Boden locker halten, die Mikroorganismen alles schön fluffig halten. Und das sind so meine Methoden, dass ich halt versuche, dass der Boden nur wirklich am Anfang bearbeitet wird und dann überhaupt nicht mehr, damit halt einfach die ganzen Bodenstrukturen und die Mikroorganismen am Leben bleiben. Die Möglichkeit, die ich jetzt dieses Mal genommen habe, auch weil es jetzt hier im Dezember recht warm ist, erstaunlicherweise, finde ich es auch sehr gut, aber doch sehr regnerisch und matschig, und von daher ist dann sowas mit einer Arbeit mit einer Grabgabel dann auch eher unschön. Da wird dann auch einfach alles nur barzig und dreckig, und dieses Mal habe ich dann von einem guten Freund unbedruckten Karton bekommen, wenn überhaupt, ist er nur ein bisschen mit schwarzer Tinte bedruckt. Was ich auch ja sehr begrüße, ihm sind halt die Kartons übrig geblieben und ich habe sie jetzt einfach dafür benutzt, um Beete nochmal neu aufzubereiten. Wichtig bei einem Karton, wie ich finde, ist es auch, dass der höchstens schwarz bedruckt ist und nicht mit Farbe bedruckt ist, weil da nochmal zusätzliche chemische Teile damit dabei sind. Aber da auch wieder, Pilze können diese mit ihren Enzymen auch zersetzen. Gibt es auch schöne Videos dazu, dass Pilze sämtliche Erdölprodukte und chemische Sachen und zum Beispiel auch Plastik zersetzen können. Und das vielleicht auch nicht so unbedingt lange dauert, wie manche meinen. Man braucht halt nur die richtige Pilze und auch eine entsprechende Menge an Substrat, wo die Pilze sich zum Beispiel mit ansiedeln können. Dann dürfte es auch da dementsprechend kein Problem sein. Jedenfalls habe ich dort, wo ich den Karton auslege, die Fläche aufgelockert mit der Grabgabel und dann den Karton aufgelegt. Sowohl eine neue Beetfläche draußen als auch im Tunnel. Beim Tunnel habe ich das so gemacht, dass ich da das Laubmaterial weggemacht habe, da ein bisschen den Boden aufgelockert habe und da nochmal Karton aufgelegt habe und dann nochmal alles drüber getan habe, weil zum Beispiel auch Regenwürmer sehr gerne auch unter dem Karton sind und da unterhalb des Kartons, wo ich dann reinpflanzen möchte,
dort den Boden schön auflockern können, damit da die Wurzeln von den Pflanzen sich weiter oder besser ausbreiten können und die Pflanzen auch einfach besser wachsen können. Jedenfalls draußen habe ich es dann auch so gemacht, dass ich, nachdem ich den Karton ausgelegt habe, auch von meinem Freund, den habe ich dann meinen Häcksler auch gebracht, weil er zum Beispiel bei sich die Bäume zurückgeschnitten hat und Hecken. Und die hat er dann für mich gehäckselt und das Häckselgut habe ich dann wieder zu mir zurückgebracht und dann ungefähr eine 5 bis 10 cm dicke Mulchschicht habe ich dann aufgelegt. Und da versuche ich dann hier noch weitere Pilze mit anzusiedeln und im Anschluss, nachdem ich ja dann die Beete angelegt habe, habe ich dann mit einer Schaufel Löcher reingemacht in den Karton und auch schon mal die ersten Salate mit reingesetzt. Das ist der Barbecue Wintersalat, den kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist eine super Sorte, die sehr kältebeständig ist. Bei mir zum Beispiel im Tunnel wächst gerade einer und trotz des minus 8 Grades, auch wenn es im Tunnel etwas wärmer ist, hat er das auch ziemlich gut überstanden. Und deswegen habe ich jetzt welche auch ins Freiland reingesetzt, weil es jetzt momentan jetzt so, glaube ich, bis Januar kein Frost bei uns zu erwarten, sondern jetzt momentan in der Woche Temperaturen bis zu 11 Grad, was ich sehr super finde. Und da habe ich auch schon den ersten Salat reingesetzt. Wenn es mal ein bisschen kälter wird, dann werde ich auch ein Vlies drüber legen. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung, und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht, eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Weil es momentan sehr feucht und regnerisch ist, habe ich draußen den Karton jetzt nicht angefeuchtet. Das hat jetzt der Regen für mich übernommen. Im Tunnel habe ich da ziemlich gut den Karton feucht und nass gemacht. Auch das Mulchmaterial darunter, damit halt auch die Regenwürmer die entsprechende Feuchtigkeit hat und die Mikroorganismen. Das versuche ich immer regelmäßig feucht zu halten, weil vor allem im Folientunnel passiert es, dass es da sehr schnell trocken wird. Und der Karton soll ja langsam zersetzen und die Erde darunter soll ja auch schön locker und fluffig sein, damit ich, wenn ich es dann im, sagen wir mal, im März, April dann was reinsetze, dass die Pflanzen gut anwachsen können. Also nochmal kurz zusammengefasst, was die Vorteile sind von dem No-Dig-Verfahren bzw. den Boden nicht stark zu bearbeiten. Einerseits spart euch ja Kraft, Zeit und Energie. Auch jetzt in der jetzigen Zeit müsst ihr auch nicht unbedingt in diesem Bad arbeiten. Zu anderem vernichtet ihr auch nicht die Bodenstrukturen. Das heißt, ihr habt dann auch mehr Regenwürmer, die weniger Stress ausgesetzt sind, auch mehr Bakterien. Und die Erde, wenn die dann unter dem Karton zum Beispiel richtig schön fluffig und krümelig ist, dann haben auch die Pflanzen bessere Wachstumsmöglichkeiten mit den ganzen Mikroorganismen. Und die Pilze zum Beispiel, die ich mit dem Holzhäcksel ausgelegt habe, fördern auch nochmal zusätzlich das Pflanzenwachstum. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich ja einen Daumen nach oben freuen. Gerne kann ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und dabei nicht vergessen, auf die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich weiß, dass einige von meinen Zuschauern noch nicht abonniert haben. Also bitte einmal abonnieren. Und sonst freue ich mich auch natürlich über einen Kommentar unter meinen Videos. Einfach auch wegen dem Algorithmus von dem Technischen her. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familie von mir und mein Projekt erzählen würdet, damit ja, das Projekt weiter verbreitet wird und ich weiteren Menschen damit auch helfen kann und ihr mir natürlich auch mich sozusagen bei dem Projekt bestärkt und unterstützt. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.